Ich hatte gerade ein totales Déjà-vu. Ziegen und ich, das ging noch nie gut. Lass dich mal streicheln. Braver Junge. Nein, nein, nein! Hey, du klaust ja. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 5. Ja, beim letzten Part haben wir ein bisschen was entschlüsselt bekommen. Und deswegen sind wir jetzt hier und suchen die Tabula Veritatis, oder wie das Ding noch gleich hieß. Und ihr seht schon, hier ist jemand schießwürdig, am alten Haus. Und ich hoffe, der letzte Part war vom Sound her einigermaßen ordentlich abgestimmt. Ich habe nämlich einen kleinen Aufnahmefehler gehabt und deswegen die Mikrospur mit in der Spielspur gehabt. Aber ich hoffe, das passt einigermaßen. Das muss ich dann später im Schnitt angucken. Jetzt sind sie wieder getrennt. Und ja, okay, wir sind wieder hier bei Nico. Eindeutig. Altes Haus, lass gucken. Der Ort war heruntergewirtschaftet und verlassen. Der Ort war Sie guckt sicher nur. Beobachtete uns der Schütze immer noch. Ja, ich klar. Musste ihm irgendein Übungsziel anbieten. Ja, klar. Helm. Auf dem Boden lag ein rostiger alter Helm. Erstmal einsacken, ja. Ich sehe schon, worauf es hinausläuft. Teile der Mauer waren eingestürzt. Okay. Die bröckelnde Mauer bot etwas Deckung. Über die Mauer zu klettern wäre keine gute Idee gewesen. Ja, okay. Also allzu viele Möglichkeiten haben wir nicht, aber Mob und Helm, komm. Sieht dann aus wie Haare. Ein Helm an einer Stange. Immer nützlich. Ja. Guck mal hier. Guck. Ich hoffe bloß, das klappt. Bist du bereit? Aber hallo. Los! Okay, und jetzt haben wir dann sicher ihn. Geschafft, ohne abgeknallt zu werden. Aber von Glück konnte man kaum reden. Jetzt musste ich den Schützen irgendwie nochmal ablenken, nur diesmal ganz allein. Okay. Und ein Geist aus der Vergangenheit starrte mich böse an. Okay. Jetzt da haben wir also das berühmte Ziegenrätsel. Wahrscheinlich heißt berühmt, aber ich habe schon mal was von einem Ziegenrätsel irgendwo mitbekommen. Ich glaube, das war auf dem Discord oder so. Und habe mich schon immer gewundert, was es damit auf sich hat. Ich weiß nicht, wie das Rätsel geht. Ich wusste noch nicht mal, wo es genau vorkommt. Aber schauen wir mal. Die Schüsse kamen aus dem Inneren des Hauses. Der verfallende Brunnen würde mir keine Deckung bieten. Der alte Baum bot Deckung vor den Schüssen. Oh Mist! Au! Hey, das gehört mir. Der Bock hatte Hobbs fast echten Herkunftsnachweis gefressen. Oh, okay. Ich hatte gerade ein totales Déjà-vu. Ziegen und ich, das ging noch nie gut. Lass dich mal streicheln. Braver Junge. Nein, nein, nein! Hey, du klaust ja! Der Bock hatte Nikos ausgemustertes Foto gefressen. Okay. Okay, hier ist echt das Inventar hier weg. Okay, witzig. Muss ich mich einfach ganz oft treffen lassen oder was? Das alte Auto stand wohl schon lange da. Gut, dass der Bock an einen alten Reifen gebunden war.
Schlecht, dass er mir den Weg versperrte. Auf einem Tuch lag ein Haufen Äpfel ausgebreitet. Gerade außerhalb der Ziegenreichweite. Hinter dem Auto hatte jemand einen Haufen alter Brandyflaschen entsorgt. Okay. Ich mach mal kurz hier einen Zwischensave. Moment. 49. Hier, let's go. Haupthinterhof. Wo sind wir jetzt? Speichern erfolgreich. Keine Ahnung. Will nur mal gucken. Garten des Kastells. Okay. Ja. Zurück zum Spiel. Ich glaube auch nicht, dass ich den Reifen hier irgendwie gescheit verschieben kann. Hier. Nennt mich gierig, aber das gönnte ich dem Vieh nun doch nicht. Warum denn nicht? Jeder sagt, es riecht scheiße, also... Hallo? Der Ziegenbock durfte Trevor nicht fressen. Ach, warum denn nicht? Nennt mich gierig, aber das gönnte ich dem Vieh nun doch nicht. Ich brauchte den Keks, um Trevor zu füttern. Aha. Okay. Ich gab Trevor einen Krümel. Den Keks fraß sie zu gerne. Kakalakak. Boom. Sind doch immer eine gute Idee. Komm hier. Sieh mal, was ich da habe, Zickendraht. Ja, siehst du, ich da einfach nur hungrig. Nee, das Familienfoto will ich nicht unbedingt. Nennt mich gierig. Okay, das gönnt er dem Viech nicht. Da werde ich nicht hinkommen. So, Alter. Was dagegen, wenn ich den Reifen verschiebe? Nein, scheint nein, so. Nein! Es hat nichts mehr geklaut, okay. Interessant. Aber wenn er sagt, er an Ziegen ging nie gut, frage ich mich gerade, was war das erste Mal mit Ziege, was er hatte. Da kann ich mich gerade nicht dran erinnern, würde es aber gern wissen. Aber wenn ihr das noch wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare, ne? Würde mich sehr interessieren. Medaillon, let's go. Halt. Einmal. Nennt mich Gier. Warum nicht? Oh Mist! Aha. Habe ich nur gerade zufällig gesehen. Die Äpfel hatten Druckstellen. Jetzt kann ich doch bestimmt mit den Äpfeln die Ziege ablenken. Hey, Zickendraht, schau, was ich für dich habe. Ich hoffte, das würde den Ziegenbock gnädiger stimmen. Kann ich jetzt? So, Alter. Was dagegen, wenn ich den Reifen verschiebe? Nein, nein, nein! Ach doch, im zweiten gab es, glaube ich, noch so ein Ziegenrätsel oder so. Also es war, meine ich, nicht im 3D. Also müsste es einer der ersten beiden gewesen sein. Moment. Kann ich hier... Kekskrüme... Nie im Leben. Schade. Das klappte nicht. Die Idee war dermaßen link, ich schämte mich fast, darauf gekommen zu sein. Ich dachte gerade, das hätte geklappt. Ich habe nicht meine Ahnung, was das hätte bringen sollen, aber... Das klappte sowas von gar nicht. Ich will das Vieh auch nicht vergiften, ehrlich gesagt. Es klappte nicht. Das Ding ist, dem Vieh Äpfel geben bringt mir ja scheinbar nicht wirklich was. Oh Mann, das wird dir gefallen. Ja, jetzt... Okay, ich wollte gerade einfach auf das Ding klicken, habe versehentlich die Textbox weggeklickt. Upsi. Muss mal kurz das Video pausieren. Ich glaube, er hat nur gesagt, ich habe den Ziegenbock mit dem Apfel abgelenkt oder so.
Ah, jetzt kommt er nämlich zu den Äpfeln ran wahrscheinlich, ne? Der Bock hatte jetzt einen ganzen Haufen Äpfel zu knabbern. Ja, ist ich doch... warf ihm den letzten Apfel zu. Ist doch supi, dann lässt er uns in Ruhe. Es kommt gleich Peng. Ich seh's doch schon kommen. Obwohl er gerade fraß, behielt der Ziegenbock mich genau im Auge. Ich hatte den Reifen vom Auto wegbewegt. Das alte Auto hatte jede Menge Einschusslöcher. Das alte Okay. Der alte Baum bot Deckung vor den Schüssen. Hinter dem Auto hatte Alte Brandyflaschen, okay. Ja, und jetzt? Außenspiegel. Den kann ich mir erst schnappen, okay. Ich weiß noch nicht, was mir besseres bringen soll. Aber das sehen wir gleich. Ihn blenden oder so? Das vielleicht? Ich weiß es nicht. Der Orden der Ziege. Du hast die Ziege überlistet, okay. Okay. Mit seinem eigenen Spiegelbild würde ich den Schützen nicht erschrecken. Nee, aber kann ich vielleicht... Sonne. Ich hatte den Schützen geblendet. Zeit, loszuspurten. Egal, was Sie denken. Ich sehe Sie, Senor. Einen Zentimeter weiter und ich schieße Sie nieder. Ich will doch nur reden. Der Schütze war nur ein alter Mann mit einem Strohhut und einem großen Schießprügel. Okay, ja, also Ruffy, wenn mal One Piece mal irgendwann zu einem Ende kommt, was eh nie passieren wird, aber ja, sag mal an. Senor, bitte, wer Sie auch sind, hören Sie auf zu schießen. Ich bin unbewaffnet. Gut, das macht es mir leichter, Sie abzuknallen. Ich bin George Stobbart, ein Freund. Ich habe keine Freunde. Das überrascht mich jetzt wenig. Wir wollen doch nur einen kurzen Blick ins Kastell werfen. Ich glaube Ihnen nicht. Sie kommen, um Senor Marquez zu töten. Senor Marquez? Er lebt? Aber er wird für uns bürgen. Mich führen Sie nicht hinters Licht. Hauen Sie ab hier, sonst töte ich Sie. Senor Marquez weiß, wer ich bin. Ich schwör's. Und ich weiß, was eine Lüge ist. Weg jetzt, oder ich schieße. Warten Sie, ich habe wichtige Informationen. Voste, vingi a mi. Gesundheit. Verstehen Sie, was ich sage? Sagen Sie es einfach, dann schauen wir mal. Ah, also, ich bin George Stobbart und ich komme in Frieden. Eva, okay. Könnten Sie das Ding runternehmen? Ich hatte einen miesen Tag. Sie vertragen wohl keine Schusswaffen? Nein, und Ziegen auch nicht. Ich habe blaue Flecken an Stellen, wo ich bisher nicht mal Stellen hatte. Dann gehen Sie doch einfach. Wir sind hier, weil wir etwas suchen. Dann suchen Sie doch einfach woanders danach. Wir haben einem Mann namens Marquez geholfen, in Paris. Das ist mein Vater. Mir war klar, von wem sie ihr Temperament geerbt hatte. Ihr Vater? Wir sind Freunde. Warum sollte ich Ihnen glauben? Beweisen Sie es. Hier. Ich habe das Medaillon Ihres Vaters. Ein Dieb sind Sie also auch noch, ja? Sehen Hier. Sie mal das Foto. Uralt. Was soll ich damit? Nimm doch bitte die Waffe runter. Bitte, tun Sie die Waffe weg. Ich habe keine Waffe. Und ich habe immer noch keine Erklärung gehört. Dass der Alte grantig ist, verstehe ich ja. Aber Sie sehen aus wie eine Frau, die viel rumgekommen ist. Gratuliere. Sie haben es geschafft, mit einem einzigen Satz Ramon und mich zu beleidigen. Wie wär's damit?
Was soll der Blödsinn? Sehen Sie sich die Skizze an. Ihre alten Kritzeleien interessieren mich nicht. Sie will das Gemälde sehen, aber ich probiere es trotzdem mal. Wie wär's damit? Das ist kein Beweis. Nächster Versuch. Wie wär's damit? Ist das nicht schwer, so dämlich zu sein? Nicht für mich. Bin ein Naturtalent. Sehr schön. Genau für sowas liebe ich dieses Spiel. Sehen Sie mal hier. Versuchen Sie es nochmal, Mister. Keks? Ich darf von fremden Männern nichts annehmen. Ich hätte jetzt gedacht, jetzt kommt als Antwort sowas wie ein Schussloch. Wie wär's damit? Das ist kein Beweis. Nächster Versuch. Sehen Sie mal hier. Versuchen Sie es nochmal, Mister. Wie wär's damit? Das ist kein Beweis. Nächster Versuch. Okay, zu guter Letzt. Wir haben sein Gemälde aufgespürt. La Malediktio. Sehen Sie. Wo haben Sie das her? Aus London. Na gut. Sie kommen jetzt mal mit. Aber keine komischen Sachen, okay? Hey, Sie klingen genau wie meine Freundin Nico. Nico! Was war denn das für ein Schrei? Nico! Und das Spiel hat sich geschlossen. Zum zweiten Mal. Ja gut, wir haben auch schon 16 Minuten, also würde ich sagen, so ist es für diesen Part erstmal gewesen sein. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet wieder Spaß an dem Part. Über einen Kommentar oder eine Bewertung würde ich mich sehr freuen und wir uns auch beim nächsten Mal wiedersehen, wenn es wieder heißt Let's Play Baphomets Fluch 5 und dann kommen wir da hoffentlich mal rein. Wahrscheinlich muss ich jetzt ein bisschen was nachspielen, aber ich weiß ja jetzt, worum es geht. Bis dann, macht's gut. Ciao, Leute.